Hallo liebe YouTuber, ich begrüße Sie heute aus dem schönen Hotel Doppler Green in Stuttgart-Gerlingen. Hier sehen Sie die Adresse. So, wir sind heute untergebracht in dem Zimmer Nummer 33. Diese Tür öffnen wir jetzt. Dieses Hotel ist mit einem modernen Schließsystem mit Karten ausgestattet. So, hier sehen Sie nun das Zimmer. Vorne an der Tür der Flucht- und Rettungswegeplan. Dann hier im Eingangsbereich ein schönes Regal für die Sachen abzulegen. Und wie Sie sehen, hier direkt im Eingangsbereich auch der Hairdryer. Dann sehen Sie hier eine Karte. Bitte nicht stören, bitte Zimmer aufräumen. Dann hier noch, wenn irgendwas defekt sein sollte, mit Reparaturwünschen. Und hier noch für die Wäscherei eine Karte, die Sie ausfüllen können. Dieses ist ein luxuriöses 3-Sterne-Hotel in der Nähe von Stuttgart, beziehungsweise direkt am Stadtrand. So, nun sehen Sie hier nochmal den Eingangsbereich, mein Koffer, eine kleine Garderobe, eine Sitzbank. Und wenn wir dann hier rüber in das Zimmer schwenken, nochmal was zum Sitzen. Ein schöner Schreibtisch, hier nochmal was zum Sitzen, ein Stuhl und hier eine alte Schalltafel, die hier als Vorbau für den Fernseher mit Steckdose und Telefonanschluss angebracht wurde. Dann sehen Sie hier ein Telefon, ein kleiner Notizblock und ein Kugelschreiber, eine Fernbedienung für den Flatscreen TV und dann hier noch für den morgendlichen Genuss Kaffee, Tee, Honig, Zucker und hier eine Flasche Wasser, welche für den Preis von 2 Euro zu erwerben ist. So, dann sehen Sie hier nochmal das stilvoll angebrachte Bett. Es ist ein Doppelzimmer in Einzelzimmerbelegung und hier am Bett ein Päckchen Gummibärchen für die Schlafschäfchen. So, dann sehen Sie hier einen Nachttisch. Zur Sache Stuttgart noch eine kleine Lektüre und noch das Stuttgarter Stadtmagazin. Es ist ein sehr, sehr schönes Hotel. Die Schublade geht nicht auf, aber macht auch nichts. Denn hier sehen Sie jetzt den Ausblick in die Landschaft, wo Sie hier den Parkplatz des Hotels sehen. Es ist sehr, sehr schön hier. So. Jetzt gehen wir ins Bad, beziehungsweise vor dem Bad sehen wir noch die Deckenlampe, welche auch hier anzumachen ist. Und hier ebenso noch ein Rauchmelder, welchen wir hoffentlich nicht brauchen. So, jetzt gehen wir hier in das schöne Bad. Wie Sie sehen, ist es sehr gepflegt, sehr, sehr sauber und sehen hier die schöne Dusche, welche mit einem schönen Hair- und Body-Shampoo, Schauergel ausgestattet ist. So, hier sehen Sie dann im Prinzip ein Handtuch als Duschvorleger. Dann sehen Sie hier einen schönen Mülleimer, der ganz, ganz wichtig ist. Hier das Waschbecken, der Zahnputzbecher, das Schild Nichtraucherzimmer, Kosmetiktücher. Nochmal hier ein Hinweisschild wegen der Umwelt, eine Steckdose, eine Heizung. Ein Handtuch, unten drunter noch ein frisches Handtuch und dann wie immer hier die moderne Toilettenanlage mit hier der Toilettenbürste. Und die Spülung funktioniert auch. Oh, sehen Sie, die Toilette geht sogar automatisch runter. Es ist wunderschön hier. Dann sehen Sie hier noch Toilettenpapier und Toilettenersatzpapier. Falls Sie mal ein bisschen mehr müssen. So, das war's hier von diesem Hotel. Ich möchte mich jetzt bei Ihnen verabschieden und würde mich über einen Link oder einen Like, besser gesagt, freuen und dass Sie diesen Link gerne mit Ihren Freunden teilen. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund, Ihr Hoteltester Markus.